بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und wir haben ja letzte Woche, Alhamdulillah, eine Einführung gemacht, eine thematische Einführung zu unserer neuen Reihe, die wir jetzt begonnen haben. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Reihe, wo es um die Tazkiyah geht. Und das auf Grundlage eines Buches, welches wir insha'Allah ta'ala in den nächsten und kommenden Wochen besprechen wollen. Und zwar ganz konkret das Buch von dem Gelehrten Ibn Qudama, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Bevor wir insha'Allah ta'ala überschreiten zu der Einführung zum Buch heute insha'Allah ta'ala, möchte ich noch mal kurz Revue passieren lassen, gemeinsam mit euch, was wir letzte Woche besprochen haben. Und zwar haben wir letzte Woche über allgemein die Tazkiyah gesprochen gehabt und die Wichtigkeit der Tazkiyah. Was bedeutet das Wort Tazkiyah? Und welche zwei Grundbedeutungen beinhaltet es? Aywa, ma'naha, yani, das Zakat und Mal Nafs. Al-Ism, sozusagen Zakat und Mal kommt daher, aber da kommt Mama an Al-Zakat. Was bedeutet Tazkiyah, das Wort sprachlich? Das hat zwei Grundbedeutungen. Zakat, wie er gerade gesagt hat, ja, aber auch Zakat hat zwei Grundbedeutungen. Einmal Reinigung, Tathir, und zweitens Wachstum, An-Nama. Tathir, Nama. Wir haben aufgezeigt gehabt, dass im Grunde genommen es bei der Tazkiyah genau darum geht. Auf der einen Seite reinige ich mich von schlechten Eigenschaften, um dann mit guten Eigenschaften zu wachsen in meinem Charakter, meiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir hatten hierzu auch ein Prinzip vorgestellt, welches sich über die gesamte Religion zieht, in allen Bereichen der Religion vorhanden ist, was genau auf diesem Prinzip Reinigung und Wachstum basiert. Wie hieß dieses Prinzip nochmal? Wie nannten wir es? Es war so ein Prinzip, was wir benutzt haben. At-Takhliya qabl at-Tahliya. At-Takhliya qabl at-Tahliya. Was heißt das? At-Takhliya qabl at-Tahliya. Ich mich erstmal von allem Negativen trenne, bevor ich mich zu. Genau, ich trenne mich von allem Negativen, um dann mir das Positive, das Schöne, das Süße aneignen zu können. Wir hatten auch Beispiele genannt gehabt, wie beispielsweise die Shahada. Sie beginnt mit einer Negation, Tabda bin Nafi, Ashhadu an la ilaha. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt. Und dann kommt die Bestätigung, illallah, außer Allah. Ich trenne mich von allen falschen Gottheiten und bestätige den einzig wahren Gott. Wenn ich neben Allah andere Gottheiten anbieten würde, würde mir das was bringen? Nein, weil das nämlich dann eine Form von Schirk wäre. Und wir haben aufgezeigt gehabt, dass es nun auch spezifische Literatur gibt, die sich genau damit beschäftigt. Wir werden heute darauf noch mal etwas spezifischer eingehen, insha'Allah ta'ala, wenn wir die Buchvorstellung machen werden. Das war kurz gefasst erstmal so das Hauptthema, alaikum salam, unserer letzten, die Hauptaspekte unseres letzten Unterrichtes. Und wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, mit einer Einleitung beschäftigen zu dem Werk, was wir jetzt in den kommenden Wochen besprechen werden. Und bei diesem Werk handelt es sich um das Werk Mukhtasar Minhaj al-Qasidin.
Zunächst einmal wollen wir die Überschrift dieses Werkes übersetzen. Was bedeutet das überhaupt? Muhtasar ist eine Zusammenfassung. Es geht hier um was also? Um eine Zusammenfassung. Wenn es um eine Zusammenfassung geht, bedeutet das was? Dass es ein anderes Werk gibt, was umfangreicher ist, aus dem dann dieses Werk hervorgegangen ist. Als Zusammenfassung für dieses ursprüngliche Werk. Minhaj al-Qasidin. Das ist der Titel eines Werkes. Wir werden gleich noch sehen, wer dieses Werk geschrieben hat. Was bedeutet aber eigentlich Minhaj al-Qasidin? Das Wort Minhaj. Minhaj ist eine Art Weg, eine Art Plan, eine Art Methodik von Nahj. Und Nahj ist was? Nahj ist ein Weg, den ich beschreite. Der Minhaj ist dementsprechend ein Plan, der mir aufzeigt, wie ich auf diesem Weg schreiten soll. Und deswegen sagt man auch Minhaj Dirasi oder Manhaj Dirasi, ein Curriculum, ein Lehrplan. Und in diesem Buch geht es also was um eine Khitta, um einen Plan. Einen Plan, der dir aufzeigen soll, wie du einen bestimmten Weg gehen kannst. Es geht also um einen Weg. Und dann Al-Qasidin. Was bedeutet das Wort Qasidin? Qasidin ist der Plural von Qasid. Und ein Qasid ist jemand, der Qasd macht. Und was ist Qasd? Was bedeutet Qasd? Ma ma'na kalimat Qasd? Absicht, genau. Das ist eine Form von Absicht. Kann man sagen, absichtig. Ja, also er beabsichtigt, dass er hat das sozusagen wirklich so gemeint. Und ein Qasid ist jemand, der etwas beabsichtigt, jemand, der etwas zum Ziel hat. Man sagt, Maqasid al-Sharia, die Ziele der Scharia, das ist eine eigene Wissensdisziplin. Und ein Qasid ist jemand, der ein bestimmtes Ziel verfolgt, der einen Weg einschreitet, um dann an ein Ziel zu gelangen. Und Qasidin ist der Plural. Also man könnte sagen, Wegschreitenden, die eine Absicht haben, die nach etwas streben. Wenn wir uns erstmal diese Überschrift anschauen, Muhtasar, Zusammenfassung, und dann Minhajul Qasidin, der Lehrplan, der Weg, die Anleitung für diejenigen, die etwas anstreben, dann verstehen wir auch schon, worum es eigentlich geht. Es geht in diesem Buch um was? Es geht in diesem Buch um Menschen, die nach etwas streben. Dieses Buch ist nicht geeignet für Leute, die keine Lust haben. Dieses Buch ist nicht geeignet für Leute, die kein Ziel haben in ihrem Leben. Dieses Buch ist nicht geeignet für Leute, denen alles egal ist. Sondern dieses Buch ist vorgesehen für Menschen, die ein klares Ziel vor Augen haben, aber nicht ganz genau wissen, wie sie dieses Ziel erreichen sollen. Und dementsprechend eine Anleitung benötigen. Es ist immer ganz wichtig, dass wir das überhaupt verstehen, worum es geht. Und schon aus dieser Überschrift und dem Titel dieses Buches können wir sehr, sehr viele Lehren für uns entnehmen. Und zwar, dass jeder Mensch was benötigt? Jeder Mensch benötigt ein Ziel in seinem Leben. Eigentlich hat auch jeder Mensch ein Ziel. Ob er es nun klar und deutlich formuliert hat oder nicht. Die Menschen haben in irgendeiner Weise immer etwas, wonach sie streben. Ob es positiv ist oder ob es negativ ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagte, Asdaqul Asma. Die ehrlichsten Namen sind welche? Was sind die ehrlichsten Namen? Weiß jemand? Weiß jemand, was die ehrlichsten Namen sind, wie das der Prophet so sagte? Ma hiya Asdaqul Asma. Habe ich mal gesagt, ja. Genau, sogar am Freitag, ich weiß es noch. Al-Harith wa Hammam. Asdaqul Asma. Al-Harith wa Hammam. Was bedeutet Harith? Was ist ein Harith? Ma mana Harith? Nein, das ist ein Harith mit Sin. Aber ein Harith. Das ist ein Hadith, aber ein Harith mit Ra. Nein, Harith ist Beschützer. Harith.
von Yahruf. Ja, Ackerbau betreibt, ihr seht. Jeder bestellt seinen eigenen Acker in seinem Leben. Subhanallah. Ob gut oder schlecht. Und dann Hammam. Was bedeutet Hammam? Hammam bedeutet jemand, der ein Hemm hat. Was ist ein Hemm? Hemm ist eine Sorge. Und jeder Mensch hat Sorgen in seinem Leben. Jeder Mensch beschäftigt sich mit etwas. Der eine, der beschäftigt sich die ganze Zeit mit Fußball. Der andere ist die ganze Zeit mit Call of Duty oder mit irgendeinem anderen Spiel beschäftigt. Der dritte ist mit seinem Studium beschäftigt. Der vierte mit seiner Familie, der fünfte mit Allah, eine Selbstreinigung. Aber am Ende, jeder Mensch beschäftigt sich mit irgendetwas, selbst wenn es Nutzloses ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die ehrlichsten Namen sind diese beiden Namen. Warum? Weil jeder Mensch bestellt seinen eigenen Acker und jeder Mensch ist mit irgendetwas beschäftigt. Subhan, ob im Guten oder im Schlechten. Und deswegen, selbst wenn du kein Ziel hast, eigentlich verfolgst du ein Ziel, auch wenn du es vielleicht nicht bewusst machst. Du befolgst vielleicht das falsche Ziel. Dein Ziel ist es vielleicht einfach nur, dich die ganze Zeit auszuruhen. Du hast keine Lust auf irgendetwas. Hast mit deinem Leben nichts anzufangen. Ist auch ein Ziel. Man lebt einfach vor sich her. Auch wenn man es nicht klar definiert hat, aber das ist doch ein Ziel. Ein Ziel im Leben ist was? Immer nur zu relaxen. Und dementsprechend, subhanallah, dieses Buch, es ist jetzt was, es ist eine Anleitung für jeden, der ein Ziel hat, aber nicht irgendein Ziel, sondern dieses Ziel, worum es in diesem Buch geht, ist welches Ziel? Dass ich Allah näher komme. Eine Anleitung, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Eine Anleitung, um sich zu reinigen. Innerlich. Eine Anleitung, um sich vor Sünden zu schützen. Eine Anleitung, um sein Leben so zu führen, dass es dich zum Ziel führt, welches Allah für dich als Mensch vorgesehen hat, nämlich Al-Jannah, das Paradies. Das ist das, worum es geht. Und dementsprechend, ich muss erstmal klar für mich formulieren, welches Ziel habe ich eigentlich in meinem Leben. Und das höchste Ziel, was ich haben kann, ist, dass ich mich nicht nur auf diese Dunya beschränke, sondern dass ich über diese Dunya hinausschaue. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat genau dies bei den Sahaba regelrecht ja, eingemeißelt in ihre Herzen. Es gab einen Sahabi, der hieß Rub'i ibn Amr. Rub'i ibn Amr. Rub'i ibn Amr ist ein ganz einfacher Mann gewesen. Kein großer Denker, kein Wissenschaftler, kein besonderer Held, ganz einfacher Mann. Aber der Islam machte ihn zu etwas Besonderes. Und Rub'i ibn Amr, er nahm an der Schlacht von Al-Qadisiyya teil. Was war diese Schlacht Al-Qadisiyya? Gegen wen war diese Schlacht gewesen von Al-Qadisiyya? Weiß jemand? Eine sehr wichtige Schlacht, Ma'arakat Al-Qadisiyya. Eine der wichtigsten Schlachten in der islamischen Geschichte überhaupt. Hier ist eine Schlacht, die die Weltgeschichte geändert hat. Viel früher. Nicht gegen die Mongolen. Merkt euch das. Schreibt euch auf Al-Qadisiyya. Schreibt euch das wirklich auf Al-Qadisiyya. Das ist eine Schlacht, die man kennen muss. Und zwar Ma'arakat Al-Qadisiyya ist die Schlacht in der Zeit von Umar ibn Khattab gegen das Persische Reich. Persien wurde erobert. Es war ein Weltreich gewesen. Stellt euch vor, heute Amerika oder Russland oder China. Und auf jeden Fall, in dieser Schlacht kämpften die Muslime gegen die Perser. Und der Anführer der Perser, der Feldherr, hieß Rustum. Wie hieß er? Rustum. Rustum war, wie gesagt, ein erfahrener Feldherr. Und er wollte unbedingt wissen, wer eigentlich diese Muslime sind, gegen die er kämpft. Er hat sie nicht ganz verstanden. Ging davon aus, eine arabische Stämme, aber er merkte, sie sind irgendwie anders.
Und er ließ dann einen Boten von den Muslimen zu sich schicken. Das war damals üblich gewesen, auch während des Krieges. Man tauschte sich auch heutzutage, sieht man ja, Russland, Ukraine, weiß ich was, man versucht irgendwie dann an einen Tisch zu sitzen etc. Ja, dann gibt es Diplomaten. Ja, und auch damals gab es dann Diplomaten. Und wen schickten die Muslime als Botschafter? Rubai ibn Amr. Rubai ibn Amr, er kam dort an und er ging mit seinen Kamelen in das Zelt hinein von Rustum. Stieg ab, nahm sein Speer, rammte ihn in den Boden, stellte sich vor Rustum ohne jegliche Angst. Weil ich meine, Boten werden eigentlich normalerweise nicht umgebracht, aber manchmal, wenn sie es übertrieben haben oder es sich um einen Tyrann handelte, der keine Angst vor seinem Gegner hatte, hat man auch mal Boten umgebracht. Das war durchaus auch üblich gewesen. Passierte, auch wenn es verboten ist, aber es passiert. Und dann fragt Rustum Rubai ibn Amr, wer seid ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Was ist eure Botschaft? Und jetzt hört gut zu. Nahnu Qaum. Wir sind ein Volk, eine Gruppe von Menschen. Ibta'athana Allah, welches Allah gesandt hat. Guck mal, er hat eine klare Botschaft, die er verinnerlicht hat. لِكَيْ نُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. Damit wir die Menschen vom Dienst an den Menschen zum Dienst an den Herrn der Menschen führen. Also sozusagen von der Sklaverei und der Unterdrückung, ja, zu Allah. Und vom Schirk zu Allah, zum Eingottglauben. وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. Und von der Ungerechtigkeit der Religionen zur Gerechtigkeit des Islam. Und jetzt kommt der Satz, der für uns wichtig ist jetzt in diesem Zusammenhang. وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allahu Akbar. Und von der Enge der Dunya, des Diesseits, zur Weite des Diesseits, der Dunya und des Jenseits. Schaut mal, wie schön er das formuliert hat. Wie sehr er das verinnerlicht haben muss, dass er diese schönen Worte wiedergeben konnte in diesem Moment. Und worauf ich hinaus möchte ist, das Ziel eines Muslims beschränkt sich nicht auf die Dunya allein, sondern das Ziel eines Muslims ist viel weiter. Ja, die Dunya ist ein Teil seiner Ziele und ein Teil seines Strebens und seiner Bestrebungen. Aber sein Ziel geht weit darüber hinaus. Es geht ihm nämlich um das Akhira. Die Dunya ist nur ein Teil davon, aber sie ist nicht alles. Es ist genauso wie jemand sagt, okay, mein Ziel ist die Grundschule. Und schon ist nur der Anfang. Das mit der Oberschule, dem Studium etc., Doktor. Also ich konzentriere mich nur darauf. Das ist mein Ziel in meinem Leben. Ich habe kein anderes Ziel. Allahu Akbar. Ja? Und die Dunya im Vergleich zum Akhira ist noch viel, viel geringer. Wie ein Tropfen im Meer. Und deswegen, wenn wir über Mukhtasar Minhaj al-Qasidin sprechen, über dieses Buch, dann geht es um diejenigen, welche hohe Ziele haben. Jeder Muslim sollte dieses hohe Ziel haben. Allah, Jannah, Allahs Zufriedenheit, Paradies, hohe Stufen im Paradies. Danach möchte ich streben. Ich möchte mich nicht nur auf diese Dunya beschränken. Die Dunya ist vergänglich. Und dann, wie geht's weiter? Und dieses Buch gibt dir eine Anleitung, ist ein Minhaj, ein Plan, der dir den Weg aufzeigt, wie du zu deinem Ziel gelangst. Weil es gibt viele Menschen, die haben ein Ziel in ihrem Leben, aber die wissen nicht, wie sie dieses Ziel erreichen sollen. Ich habe das Ziel, reich zu werden. Aber ich habe keine Ahnung, was ich dafür machen muss. Ich habe das Ziel, beruflich erfolgreich zu sein. Aber ich habe gar keinen Plan. Ich habe das Ziel, Scharia zu studieren und ich möchte ein Gelehrter, muslimischer Gelehrter werden. Aber ich habe überhaupt keinen Plan. Mal lese ich hier ein bisschen was, dort ein bisschen was. Hab kein System. Werde ich an mein Ziel gelangen können, ohne diesen Plan? Nein. An jeder Universität, in jeder Schule gibt es immer einen Lehrplan. Warum gibt es einen Lehrplan? Weil man über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte
immer wieder gelernt hat, was für die Schüler am besten ist und wie sie sich dann das Wissen auch am besten aneignen können. Und wie das Wissen aufgebaut sein muss, damit ich erst einmal das ABC lerne, das 1x1 lerne und dann mich Schritt für Schritt entwickle. Wenn ich mal ein bisschen von hier was lernen würde, ein bisschen von dort, würde ich nicht vorankommen. Ich brauche einen Plan, um zu meinem Ziel zu gelangen. Und das ist im Grunde genommen das Ziel dieses Buches. Das Ziel dieses Buches ist es was? Dir einen Plan zu geben, um dein Ziel zu erreichen als Muslim. Nämlich zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Taib. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala zunächst erst einmal zu der Frage, wer ist eigentlich der Autor dieses Buches? Der Autor dieses Buches ist ein Gelehrter mit dem Namen Najmuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Rahman ibn Qudama al-Maqdisi. Taib. Al-Hanbali. Lass uns mal diesen Namen auseinandernehmen. Najmuddin ist der Stern der Religion. Das ist ein Laqab, ein Beiname, den viele Gelehrte bekommen haben und dadurch ausgezeichnet wurden. Abu al-Abbas, seine Kunya, sein Beiname, also der Vater von Al-Abbas. Und jetzt, sein eigentlicher Rufname ist Ahmed. Sein Vater hieß Abd al-Rahman. Weiter und dann am Ende kommt Ibn Qudama. Da bleiben die erst einmal stehen. Ibn Qudama. Wir haben hier einige Syrer unter uns. Wer ist hier Syrer unter uns? Ein Syrer. Gibt es noch andere Syrer hier? Zweite Syrer. Okay, Taib. Ibn Qudama. Sagt euch der Name etwas? Kennt ihr As-Salihiyya? Kennt ihr As-Salihiyya? Wo ist As-Salihiyya? In Damaskus, richtig. Das hat was mit der Familie Qudama zu tun. Diese Familie Qudama ist eine Gelehrtenfamilie, eine sehr bekannte Gelehrtenfamilie, welche Damaskus sehr stark beeinflusst hat. Der Name sagt uns aber etwas, Al-Maqdisi. Was heißt denn Al-Maqdisi? Worauf deutet das denn hin? Worauf deutet diese Nisbe hin, Al-Maqdisi? Dass er ursprünglich aus was stammt? Aus Jerusalem. Okay. Wann ist er geboren oder verstorben? 689 nach der Hijra. Also ungefähr hat er im 7. Jahrhundert nach der Hijra gelebt. Das ist um 1100, 1200, weiß nicht, was man genau gucken. Wann ist das 689 der Hijra? Kannst du mal ganz kurz gucken, inshallah, was ist für ein Milliardenjahr, für ein christliches Jahr? Ja, wann ist das ungefähr? 13. Jahrhundert, 1200 noch was, ja? Kannst du mal genau gucken, inshallah, wann sein Geburtssterbedatum ist? Was ist das für eine Zeit gewesen? Was ist da geschehen in dieser Zeit? Weiß das jemand in der islamischen Geschichte? Das war eine sehr wichtige Phase gewesen. Salam. Und zwar handelt es sich um die Phase der Kreuzzüge. Die Phase der Kreuzzüge. Und wenn wir jetzt hören Al-Maqdisi, dann hören wir was heraus? Ah, er stammt ursprünglich aus Al-Maqdis, Bayt al-Maqdis. Und was ist Bayt al-Maqdis? Welche Stadt ist das? Bayt al-Maqdis, Jerusalem. Wir müssen eines wissen, zu dieser Zeit, ja, oder ich weiß nicht genau zu dieser Zeit, aber um diese Zeit herum, ja, war Jerusalem besetzt gewesen. Und die Familie von unserem Gelehrten, Ibn Qudama, sie musste Jerusalem verlassen. Warum mussten sie Jerusalem verlassen? Weil in Jerusalem ein Mann herrschte von den Kreuzrittern, der hieß Balian von Ibi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Ibelin, Ibelin oder so wahrscheinlich irgendwie auf, man hat ihn sozusagen, die Araber haben ihn als Balian ibn Barzan bezeichnet. Und das war ein Mann gewesen, der sehr ungerecht war. Ich meine, es gab sozusagen, wie gesagt, Leute unter den Kreuzrittern, die haben natürlich viel Unrecht getan, aber sie haben die Leute noch einigermaßen gut behandelt. Aber er hat die Leute sehr schlecht behandelt. Und das hat die Familie, subhanallah, von Ibn Qudama, die eine bekannte Gelehrtenfamilie gewesen waren in Jerusalem, dazu gebracht, nach Damaskus auszuwandern, subhanallah. In Damaskus waren sie zunächst einmal an einem Ort, wo die Luft sehr, sehr schlecht war, sie wurden krank. Woraufhin sie sich dann
an einem Berg niederließen in Damaskus, der bekannt ist unter dem Namen, das Sahih, nee, inshallah, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, Qasyun, Allah yiftah, gut, dass wir Syrer haben hier, Alhamdulillah. Jabal Qasyun, der Berg von Qasyun. Und dort, subhanallah, haben sie dann was? Sich niedergelassen und dann auch Al-Madrasa al-Salihiyya gegründet. Sie wurden nämlich als die Salihin bezeichnet, weil sie so fromm gewesen sind. Die Leute haben gespendet für sie, haben sich um sie gekümmert, sodass dieses Viertel als das Viertel al-Salihiyya bezeichnet wurde. Was lernen wir daraus erst einmal? Was sehr wichtig ist, subhanallah. Und zwar, Nummer eins, wenn du an einem Ort nicht leben kannst, dann heißt das nicht, dass es das Ende ist. Sondern du kannst immer noch die Hijra machen. Du kannst immer noch von einem Ort zum anderen auswählen. Es ist nicht das Ende. Das ist das Erste, was man lernen kann. Und subhanallah, die ersten Muslime mussten das schon durchmachen. Und es kann sein, dass wir vielleicht irgendwann mal gezwungen sind, das ebenfalls durchzumachen. Wir wissen es nicht. Und wir haben hier einige Brüder unter uns, die das durchgemacht haben, die aus Syrien geflüchtet sind, die aber dort nicht mehr leben konnten. Bedeutet das aber, dass das Ende ist? Nein. Weil egal, wo ich mich befinde als Muslim, ich kann immer etwas Gutes hinterlassen. Schaut mal, subhanallah. Sie haben Jerusalem verlassen und sind nach Damaskus gegangen. Sie waren Flüchtlinge gewesen. Aber schaut mal, subhanallah, wie sie es geschafft haben, innerhalb von kurzer Zeit die Herzen der Menschen zu gewinnen, dass die Menschen für sie Dua gemacht haben und dass ein ganzes Viertel nach ihnen benannt wurde und dass sie dort dann auch Schulen gegründet haben, die jahrhundertelang gewirkt haben und wo große Gelehrte ausgebildet wurden. Es ist völlig egal, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wo du bist. Es ist völlig egal, an welchem Ort du bist. Als Muslim kannst du, egal wo du dich befindest, immer einen positiven Fingerabdruck hinterlassen. Es ist völlig egal. Es kann sein, dass du morgen schon in einem ganz anderen Land bist. Wir wissen es nicht. وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا تَكْسِبُ غَدًا Subhanallah. Keine Seele weiß, was sie morgen erwerben wird. Wir leben jetzt hier gerade in Berlin. Es kann sein, dass irgendetwas passiert und morgen bin ich in Brasilien. Kann passieren, oder? Keiner kann es voraussehen. Oder dachtet ihr früher als Syrer, dass ihr plötzlich mal hier in Berlin-Spandau sein werdet? Ganz sicherlich nicht. Habt ihr noch nie vorher gehört? Berlin-Spandau, ja. Berlin fertig, aber Berlin-Spandau. Subhanallah. Aber es ist völlig egal. Egal, wo ich bin. Inshallah bin ich am Nordpol. Ich muss meinen Abdruck hinterlassen. Und genau das haben sie getan, subhanallah. Und diese Familie ist eine gesegnete Familie gewesen. Sie waren spezialisiert gewesen auf die hanbalitische Rechtsschule. Sie waren Hanbaliten. Sie sind diejenigen, welche die hanbalitische Rechtsschule gepflegt haben. Und die hanbalitische Rechtsschule ist die von den vier Rechtsschulen, welche am wenigsten Verbreitung gefunden hat. Aber gerade auch durch die Familie von Ibn Qudama, also die Qudama sozusagen Familie, hat sich die hanbalitische Rechtsschule auch erhalten können, subhanallah, und wurde gepflegt. Einer der Familienangehörigen, es ist nicht er, es ist ein anderer Gelehrter, der ist ebenfalls, ist auch bekannt unter Ibn Qudama, er hat eines der wichtigsten Werke überhaupt im Madhab geschrieben, im hanbalitischen Madhab, und zwar Al-Mughni, Kitab Al-Mughni. Gehört zu den wichtigsten Werken in der hanbalitischen Rechtsschule, subhanallah. Ebenfalls einer, der unter dem Namen Ibn Qudama bekannt ist, aber es ist nicht der Ibn Qudama, es ist Muwaffaquddin Ibn Qudama, also ein anderer Ibn Qudama, subhanallah. Unglaublich. Ja? Also es kann immer was passieren, aber egal wo ich bin, ich versuche als Muslim etwas Gutes zu hinterlassen. Taib. Kommen wir jetzt zurück zu dem Werk. Wir wollen jetzt inshallah erst einmal wissen, von welchem Werk überhaupt dieser Mukhtasar, diese Zusammenfassung, eine Zusammenfassung ist. Der Titel sagt es schon. Und zwar, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin ist eine Zusammenfassung von dem Werk Minhaj al-Qasidin. Wer ist der Autor von Minhaj al-Qasidin? Der Autor von Minhaj al-Qasidin ist ebenfalls ein großer Gelehrter, und zwar Ibn al-Jawzi. Und Ibn al-Jawzi ist sehr bekannt, sehr, sehr bekannt, hat viele Werke geschrieben. Und das Werk Minhaj al-Qasidin von Ibn al-Jawzi ist wiederum eine Zusammenfassung von einem anderen Werk, was noch bekannter ist. Wisst ihr, welches Werk? Haben wir letzte Woche erwähnt gehabt. Welches Werk ist das? Was noch bekannter ist als Minhaj al-Qasidin.
Genau. Ihya Ulum al-Din li Hujjat al-Islam Abi Hamid al-Ghazali. Ihya Ulum al-Din. Und subhanallah, in der Einleitung von Mukhtasar Minhaj al-Qasidin erklärt auch Ibn Qudama, warum er überhaupt dieses Werk zusammengefasst hat. Ich lese mal kurz vor, ich habe ein paar Stellen übersetzt. Und er sagt, ich habe einmal das Buch Minhaj al-Qasidin vom Sheikh Imam und einzigartigen Gelehrten Jamal ad-Din ibn al-Jawzi, entschuldige bitte, und einzigartigen Gelehrten Jamal ad-Din ibn al-Jawzi, Allah der Erhabene möge sich seine Erbarmen, gelesen und fand, dass es zu den ehrenvollsten und nützlichsten Büchern gehörte, mit dem meisten Nutzen. Das Buch nahm eine hohe Stellung bei mir ein und ich wollte es studieren und mich darin vertiefen. Ich beschäftigte mich also ein zweites Mal damit und fand heraus, dass es über dem steht, was in ihm war. Jedoch war das Buch sehr umfangreich, weshalb ich diese Kurzfassung erstellen wollte, die die meisten Ziele und wichtigsten Nutzen des Buches umfasste. Und jetzt sagt er, also erst einmal, es ist umfangreich, das Buch, das ist Nummer eins. Aber er zeigt jetzt auch auf, was noch ein weiterer Grund ist, warum er es zusammenfassen wollte. Ausgelassen habe ich, was er am Anfang des Buches an Fragen behandelte, die klar zu den Zweigen gehören und in den unter den Menschen verbreiteten Fiqh-Büchern bekannt sind. Also Ibn al-Jawzi hat was gemacht. Ibn al-Jawzi, er hat am Anfang seines Buches über viele Fiqh-Fragen gesprochen, die weniger mit der eigentlichen Thematik dieses Buches zu tun haben, nämlich wo es darum geht, sich innerlich zu reinigen, sondern hat eher so einige Fiqh-Fragen besprochen. Und das hat er erstmal weggelassen. Warte mal. Der Zweck des Buches ein anderer ist. Okay. Und hier erst einmal etwas ganz Wichtiges, bevor wir weitermachen mit der Einleitung. Und zwar, wenn ich eine Wissenschaft erlernen möchte, wenn ich ein Buch verstehen möchte, was muss ich tun? Eine der wichtigsten Methoden, um eine Wissenschaft zu erlernen, ist, dass ich diese Wissenschaft zusammenfasse mit meinen eigenen Worten. Ihr kennt das auch in der Schule, oder? An der Uni lernt man, bringt euch so, an der, wenn ihr in der Schule seid, dann müsst ihr lernen, Texte zusammenzufassen. Vielleicht auch eine Mindmap erstellen, irgendetwas, sodass ihr einen Überblick über das gesamte Buch habt. Und subhanallah, das ist eine beliebte Methode. Und deswegen heutzutage, oder auch früher in der gesamten islamischen Geschichte, wie haben die Schüler des Wissens angefangen, eine Wissenschaft zu erlernen? Haben sie mit den großen, schwierigen Werken angefangen? Oder mit was haben sie angefangen in der Regel? Mit was fängt man an? Wie nennt man das auf Arabisch? Gibt dafür ein spezielles Wort? Na, Schwestern, nicht schlafen. Was ist das? Was ist das? Wie nennt man eine zusammengefasste Wissenschaft? Ein Metten. Metten. Ein Metten ist was? Ein kurzer Text, der eine gesamte Wissenschaft zusammenfasst. Wie beispielsweise Metten Abi Shuja im Fiqh. Das heißt, man hat diese Methode genutzt, damit ein Schüler anfangen kann, eine Wissenschaft erst einmal sozusagen zu verstehen, einen Überblick zu erlangen. Daher ist es so wichtig, dass man Dinge zusammenfasst und Dinge festhält. Und so haben die Gelehrten gearbeitet. Und hier nochmal eine Nasiha an jeden Einzelnen von euch. Wenn ihr schon im Unterricht sitzt und kommt, die Zeit genommen habt, eure Freizeit genutzt habt für die Sache, rate ich euch, immer eine Zusammenfassung zu machen des Unterrichtes. Ihr werdet merken, subhanallah, nach Jahren, ah, da war doch etwas gewesen, dann habt ihr eure Unterlagen, dann könnt ihr, ah, guck mal hier, habe ich das noch von einem Unterricht, den ich vor Jahren mal gehört habe. Ihr kommt in eine Situation, wo ihr mal vielleicht in einem Schwesternkreis unter euch, der Scheich ist nicht gekommen, die Scheich ist nicht gekommen, oh, ich muss ja schnell was vorbereiten, ah, da war doch was. Ich habe doch mal einen Unterricht zusammengefasst, ich habe mitgeschrieben, die wichtigsten Punkte. Ich fasse einfach den Unterricht zusammen, subhanallah. Sehr wichtig. Macht das! Macht das wirklich. Ich weiß, ich erzähle das jedes Mal und das machen immer nur zwei, drei Leute. Ja? Ich erzähle das jedes Mal und das machen immer nur zwei, drei Leute. Ich verstehe nicht, warum. Jeder von euch hat doch ein Handy. Nutzt doch das Handy. Ihr habt in diesem Handy, habt ihr eine App. Wisst ihr, wie diese App heißt? Notizen. Guck mal, ich zeige euch sogar, wie das aussieht. Notizen. Das sind Notizen hier, schaut mal. Und da kann ich reinschreiben. Genauso wie eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht kann ich schreiben.
Und ich muss das nur schreiben und schon habe ich was. Alhamdulillah, ich weiß, einige machen das ja. Ja? Es ist auch keine Pflicht, aber ich gebe euch diesen Ratschlag. Macht das. Es ist verlorenes Wissen, verlorene Lebenszeit, wenn ich eine Sache nicht aufschreibe, eine neue Ma'lume, eine neue Information. Vielleicht werde ich diese Information nie wieder hören. Mal ganz ehrlich, wenn ich euch in 2 Jahren nochmal fragen würde, nicht in 2 Jahren, wenn ich euch nächste Woche nochmal fragen würde, wie heißt nochmal der Autor von Minhaj al-Qasidin? Ich bin mir sicher, dass nur noch vielleicht 3, 4 Leute die Antwort wissen. Und zwar diejenigen, die es mitgeschrieben haben. Vielleicht sogar in einer Stunde, wenn ich euch nochmal fragen würde. Ich bin mir sicher, die meisten werden es nicht mehr wissen, weil sie es nicht mitgeschrieben haben. Aber hey, muss jeder selbst wissen, inshallah. Kommen wir weiter, inshallah. So schaute ich, welchen Begleiter unter den Büchern du mit in deine Zurückgezogenheit mitnimmst und im Zustand deines Schweigens sprechen lässt, so sah ich, dass du das Buch Ihya Ulumuddin bevorzugst und glaubst, dass es in seiner Gattung einzigartig und in sich wertvoll ist. Ah, sprich jetzt genau diesen Aspekt an, wie das Buch zusammengefasst wurde. Aber er zeigt jetzt auf, was das Problem mit Ihya Ulumuddin ist. Und daraus können wir auch sehr, sehr viele Lehren nennen. Entnehmen. Und zwar, so wisse, dass im Buch Al-Ihya, also Ihya Ulumuddin von Imam Al-Ghazali, viele Probleme vorhanden sind, die nur die Gelehrten kennen. Was sind diese Probleme? Das kleinste Problem ist hierbei, sind hierbei die fingierten und erfundenen Hadithe, auf Arabisch Maudu-Hadithe, sowie Hadithe, die Mawquf sind, Mawquf-Hadithe, die er jedoch als Marfu' angeführt hat. Er hat sich übernommen, wie er es vorgefunden hat, nicht, dass er sie, er hat sie übernommen, wie er sie vorgefunden hat, nicht, dass er sie erfunden hat. Also Imam al-Ghazali hat diese Hadithe nicht erfunden, er hat sie einfach sozusagen kopiert. Hieraus können wir schon mal etwas sehr, sehr Wichtiges lernen. Und zwar, wir haben jetzt ein Werk. Dieses Werk ist hervorragend. Und wie gesagt, Ihya Ulumuddin gehört zu den einzigartigen Werken in der islamischen Geschichte. Nur, es gibt kein vollkommenes, noch perfektes Werk, außer das Buch Allahs. Außer den Worten Allahs gibt es nichts, was perfekt ist. Und Imam al-Ghazali hatte in seinem Buch viele Hadithe aufgenommen, welche komplett erfunden sind, Mawdu' sind. Und welche keine Grundlage haben. Und es gibt einige, die sich dann auf das Buch Ihya Ulumuddin stützen und sagen, ah, hier steht doch dieser Hadith, obwohl dieser Hadith erfunden ist. Und sie denken, wenn Imam al-Ghazali diesen Hadith zitiert hat, dann muss dieser Hadith doch authentisch sein. Aber es ist nicht so. Aber das wissen, wie gesagt, nicht alle. Das wissen nur die Gelehrten. Und was hat jetzt Ibn Qudama versucht zu tun? Er hat versucht, diese Hadithe wegzulassen. Und die Maudu-Hadithe auszulassen, sodass er sozusagen das Buch frei macht von jeglichen Maudu-Hadithen. Kommen wir hier an dieser Stelle zu einer ganz wichtigen Sache. Und zwar die Frage, erstens, wie können überhaupt erfundene Hadithe entstehen? Auf Arabisch nennt man das was? Maudu-Hadith. Maudu heißt erfunden in diesem Zusammenhang. Wie entsteht so etwas? Welche Möglichkeiten gab es? Erstens, es gab Leute, die absichtlich Hadithe erfunden haben. Absichtlich. Mit einer schlechten Absicht. Es gab Leute, die extra Hadith erfunden haben, um die Muslime in die Irre zu führen. Aber Alhamdulillah, die Hadith-Gelehrten waren ihnen auf der Stiche gewesen und haben das herausgefunden. Zweitens, es gab Leute, die haben Hadithe erfunden mit einer guten Absicht. Wie kann man einen Hadith erfinden mit einer guten Absicht? Wie geht so etwas? Kann mir das jemand erklären? Wie kann man einen Hadith mit einer guten Absicht erfinden? Ja, bitte. Doch, aber haben Leute gemacht. Welche Absicht könnte man denn haben, um einen Hadith zu erfinden? Ja. Nö, ganz einfach. Ja. Konflikt zu klären oder beispielsweise, um die Leute zu motivieren, eine bestimmte Sache zu tun. Sagt man, wer nicht betet, beispielsweise, der wird in den untersten Stufen der Hölle landen und der wird 15 Strafen bekommen. Nur um die Leute sozusagen einzuschüchtern. Weil man glaubt, dass die authentischen Hadithe, die man hat, nicht ausreichen würden. Ja? Und dann sagen diese Leute, ich lüge doch, aber ich lüge für den Propheten, nicht gegen den Propheten. Aber was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt?
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt: Man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Wer absichtlich über mich eine Lüge ersinnt, der kann seinen Platz im Höllenfeuer schon einnehmen. Und dementsprechend ist es keinem Muslim gestattet, einen Hadith zu erfinden oder einen Hadith weiterzuleiten, der erfunden ist. Was ist ein Mawquf-Hadith? Und was ist ein Marfu-Hadith? Was meint er mit der Aussage, dass er Hadithe, die Mawquf sind, als Marfu angeführt hat? Was bedeutet das? Was sind Mawquf-Hadithe und was sind Marfu-Hadithe? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir wollen auch lernen, inshallah. Ja. Das sind Hadithe, die auf einen Sahabi zurückgehen. Sehr gut. Ein Mawquf-Hadith ist ein Hadith, der auf einen Sahabi zurückgeht. Das heißt, dass der Sahabi etwas sagt. Nicht der Prophet, sondern der Sahabi. Und was ist ein Marfu-Hadith? Was ist ein Marfu-Hadith? Ja? Der auf den Propheten sozusagen hochgehoben wird. Und was hat der Imam al-Ghazali gemacht? Er hat in seinem Buch Ihya ul-Din Hadithe genommen, die eigentlich Mawquf sind, also die auf einen Sahabi zurückgehen, und hat sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben. Tamam? Also eine Aussage des Sahabis hat er dem Propheten zu Hause zugeschrieben. Tamam. Also, ja, ganz wichtig. Ja, wir sehen also, wie wichtig es ist, dass ich als Muslim darauf Acht gebe, dass ich dem Propheten zu Hause nichts in den Mund lege, was er nicht gesagt hat. Weil der Prophet zu Hause uns davor gewarnt hat. Tamam. Ebenfalls ein weiterer Grund, warum er dieses Buch zusammengefasst hat, um die Dinge auszulassen, welche keine Grundlage in der Religion haben, an Ibadat. Weil Imam al-Ghazali hat in seinem Buch einige Ibadat erwähnt, die keine Grundlage haben. Und wie gesagt, er sagt, es ist jedoch nicht gestattet, einen Gottesdienst auf Grundlage eines erfundenen Hadithes zu vollziehen und sich durch einen fingierten Wortlaut täuschen zu lassen. Ich muss mich als Muslim davon Acht nehmen. Weil ich darf Allah nur anbeten auf Grundlage entweder eine Ayah im Koran oder auf Grundlage einer Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn ich das nicht tue, das heißt, wenn ich etwas tue, was nicht im Koran oder nicht in der Sunna steht, was ist es dann? Wie nennt man so etwas? Man nennt es Bid'ah. Was ist eine Bid'ah? Eine Bid'ah ist eine Erneuerung in der Religion. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie definierte er die Bid'ah? Kullu amrin laysa alaihi amruna. Jede Angelegenheit, die nicht sozusagen unserer Sache entspricht, ist abzulehnen. Was ist eine Bid'a in der Definition? Eine Bid'a ist alles, womit ich versuche, mich Allah zu nähern, was aber keine Grundlage hat in der Scharia. Das ist eine Bid'a. Habt ihr ein Beispiel für eine Bid'a? Habt ihr ein Beispiel für eine Bid'a? Das blaue Auge. Ja, das ist eine Bid'ah im I'tiqad. Das heißt sozusagen, es ist eine Form von Erneuerung im I'tiqad, das heißt im Glauben. Ich glaube, dass das blaue Auge mich schützen kann. Okay, gut. Das gehört sozusagen, fällt unter den Bereich sozusagen verbotene Glaubenshandlungen. Es fällt unter den Bereich Schirk, ja. Beispielsweise, wenn man den Zikr auf eine Art und Weise vollzieht, die keine Grundlage hat in der Religion. Als Beispiel. Das wäre eine Bid'ah. Ja? Oder ich verrichte ein Gebet, was gar keine Grundlage hat. Wie beispielsweise Salat al-Raghaib als Beispiel. Gar keine Grundlage in der Religion. Ja? Das sind alles Dinge, ja, die dann Bid'ah sind und vor denen ich mich als Muslim schützen sollte. Das heißt, ja, er hat dieses Buch zusammengefasst, weil im Buch von Imam al-Ghazali Dinge waren, die erstens nicht authentisch sind und zweitens auch Ibadat beschrieben wurden, die eine Form von Bid'ah, von Erneuerung in der Religion darstellen. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, wollen wir bi'iznillahi azza wa jal einen kurzen Überblick geben, dann sind wir auch am Ende für heute, insha'Allah, über den Aufbau des Buches. Und er hat selbst über diesen Aufbau des Buches gesprochen. Und zwar, indem er sich nämlich darauf stützt, was Ibn Jawzi getan hat. Wer war nochmal Ibn Jawzi?
Wer war Ibn Jawzi nochmal gewesen? Gerade genannt. Der Autor von Minhaj al-Qasidin. Der Autor von Minhaj al-Qasidin. Ich stelle euch am Ende nochmal Fragen, inshallah. Also passt auf, inshallah. Der Autor von Minhaj al-Qasidin. Tamam. Und er sagt, وَقَدْ جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَ. Und der Autor hat sozusagen in seinem Buch, ja, sein Buch in vier Kapitel, in vier Viertel unterteilt. أَرْبَعَةَ أَرْبَعَ. Das erste Kapitel ist رُبُعُ الْعِبَادَاتِ. Das Kapitel über die Ibadat. Und worüber spricht er in diesem Kapitel? Über folgende Dinge. Einmal das Buch des Wissens. Er fängt mit dem Wissen an, weil das Wissen ist die Grundlage für jede Handlung. Das Buch der Tahara und des Gebetes. Also das Kapitel der Tahara und des Gebetes. Zakah, Fasten, Hajj, Zikr und Dua. Dann als nächstes, was ist das zweite Viertel, über das er spricht, über das zweite Kapitel in seinem Buch? Und zwar Rubu'ul Adat, die alltäglichen Handlungen. Und was fällt darunter? Und zwar das Essen, Heiraten, der Erwerb, Halal und Haram, Brüderlichkeit und Freundschaft, das Reisen, das Gebieten des Guten und Verwehren des Schlechten und dann noch eine Hinzufügung, die Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann Rubu'ul Muhlikat, das Kapitel über die Zerstörer. Und dann spricht er über welche Zerstörer? Und zwar über erstmal das Wunder des Herzens, das Herzen im Allgemeinen, und dann die Behandlung von Herzenskrankheiten, das Buch über die Begierden Shahawat, die Krankheiten der Zunge, Zorn, Hass und Neid, Macht und Augendienerei, Hochmut und Selbstgefallen und Einbildung. Und dann das letzte Kapitel ist Rubu'u al-Munjiyat, die rettenden Dinge. Und da spricht er über die Taube, Geduld und Dankbarkeit, Hoffnung und Ehrfurcht, Sucht und Faqr, also Weltentsagung und Armut, Tawhid und Tawakkul, dass ich auf Allah vertraue und sozusagen am Tawhid festhalte, Mahabba und Rida, Liebe und Zufriedenheit und am Ende über das Grab. Das ist sozusagen der Überblick über das Buch. Wir werden versuchen, insha'Allah ta'ala, jede Woche eines dieser Unterkapitel zu behandeln. Wir beginnen dann mit dem ersten Oberkapitel, nämlich Rubu'ul Ibadat. Und da haben wir sechs Vorträge, insha'Allah ta'ala. Einen Vortrag über das Wissen, dann über die Tahara und das Gebet, die Zakah, Fasten, Hajj, Zikr und Dua. Und worum geht es da? Da geht es nicht darum, wie ich bete, wie ich faste, sondern es geht darum, was sind eigentlich die Weisheiten und die Geheimnisse dieser Ibadat. Das ist das, worum es geht, insha'Allah ta'ala. Und wir werden das dann bi'iznillahi azza wa jal auch dann in den kommenden Wochen ausführlich besprechen. Bis hierhin bin ich erst einmal fertig, inshallah, für heute. Subhanallahi wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.